zack, kaputt ist es. Wünscht uns Glück, dass es uns nicht mit der Folge wieder so geht, dass die auch kaputt geht, dass das Spiel kaputt geht. Vielleicht kommen wir in Folge 4 zu Lichsturm Battle Mage mal an einem Stück durch die Folge. Schön, Daniel wär's. Würde es gefallen. Der hat eine schlechte Laune, weil das Spiel abstürzt. Das mag er gar nicht. Oh. Aha. Hallo. Das sieht doch nach Bosskampf-Arena aus. Ja. Da kommt jetzt so ein großer, dicker Typ mit Hörnern und einer riesen Axt. Oh ne, das ist ein glühender Typ. Miniboss Leech, aha. Ach, das vielleicht, deswegen vielleicht Lichstem, weil das ein Lich ist, der jetzt aber Leech heißt. Ich weiß auch immer noch nicht, ob das Lich heißt, weil die gibt es eigentlich in allen Spielen, oder ob das doch eher Lich heißt. Lichtem. Da. Hau ab. Jetzt hinge ich gerade. Was ist denn das? Wie so eine komische Hexe. Naja, Lich sind doch immer so wieder auferstandene Geister, untote Anführer. Die schweben immer und können Magie und gab es sogar in Ultima schon. Echt? Ja. In welchen? In allen. Allen? Das sieht man nicht an. Ist doch gar nicht alle gespielt. Nein, aber nachdem ja Ultima, gut, die ersten drei vielleicht nicht, aber spätestens ab Ultima 4 das ein Kosmos ist, müsste es ja eigentlich in allen geben. Also in Ultima Underworld gab es die auf jeden Fall. Wahrscheinlich gab es die gar nicht mal in Ultima Underworld. Ich täusche mich jetzt total, aber ich meine ja. In Ultima 7 glaube ich auch. Hier wäre ja eigentlich total gut, wenn das jetzt irgendwie das Wasser diesen Spruch verstärken würde. Weißt du? Den Eisspruch? Ja, ja. Dass dann irgendwie einfach mehr Wasser gefriert. Das, wenn man halt dann weiterdenkt, so du frierst jetzt hier zum Beispiel das Wasser ein und dadurch rutschen die Gegner von mir aus und du musst aber auch dich anders bewegen. Oder halt das, was bei Dings möglich ist, bei Divinity, dass du, wenn ich jetzt hier Feuer benutzen würde bei Divinity, dann würde dadurch auch das Wasser verdampfen? Verdampfen, genau. Und die Gegner dann wiederum beschädigen. Oh. Ha! Und da war der Absturz. Gleich weiter. Gleich geht's weiter beim Miniboss. Tschüss. Ja, die Tante ist besiegt. Spiel ist abgestürzt. Wir aber schnell wieder zu der schnellen Stelle hingerannt. Ist echt nicht so easy mit diesen frühen Versionen. Da will man nicht Entwickler sein, oder? Wenn man die ganze Zeit so unfertige Produkte sehen muss und entwickeln muss und sich die ganze Zeit denkt, ach, wird's doch jetzt schon besser laufen. Und wenn sie fertig sind, hast du nichts mehr damit zu tun, weil sie dann im Laden stehen und du musst das nächste unfertige Ding beginnen. Ja. Und dann kommen so eine Typen wie wir und meckern rum. Richtig. Wenn irgendwas nicht fertig ist. Oh, hier ist aber immerhin ein Speicherpunkt. Aber es kommen ja Gott sei Dank auch Typen wie ihr, die alle super finden. Was? Was natürlich nicht stimmt. Aber es gibt ja bei so vielen unfertigen Spielen extreme Fangemeinden, die jeden Fehler im Spiel dann immer noch feiern und sagen, ja, das muss so und die hören auf uns und da können wir noch. Bei den unfertigen Spielen im Sinne von, sie sind noch nicht veröffentlicht, auch nicht schlimm. Ich finde es schwierig bei den Spielen, die fertig sind. Ja, das meine ich ja. So X oder ach so. Arma. Ja, Arma ist halt. Arma bietet aber wenigstens immerhin viel. Beim letzten X muss man ja dann sagen, es bietet ja dann auch nicht mehr so viel. Also, wenn sich Arma jetzt hier anguckt, dieses altes Live, diese Modifikation, die da momentan echt viel gespielt wird, das ist schon lustig, was sie da für einen Sandkasten den Leuten zur Verfügung stellen. Ja. Das eigentliche Hauptspiel ist halt, naja. Ich bin ja fast ein bisschen scharf auf diese Solo-Geschichte bei Arma 3. Die Kampagne? Ja. Ist ja jetzt fertig. Ich habe noch keine Rezensionen dazu gelesen oder ob die was ist, auch für Leute, die seit Operation Flashpoint 1 sowas nicht mehr gespielt haben. Mhm. Also aber mich einmal so ein paar Stunden so durch diese Mähwelt da bewegen, mit ein bisschen Geschichte und verschiedenen Truppen und so, das den, würde ich mir schon eingehen lassen. Diesen Erzählstil, den können sie nicht mehr. Nee. Also das ja, aber das konnte das erste ja aus der Sicht von jetzt auch noch nicht so gut. Ja, aber ein bisschen clunky. Trotzdem schon immer noch besser als alles, was danach gekommen ist. Schade. Eigentlich. Wow, immer wenn es kurz einfriert, dann haben wir Schiss, dass es abstürzt. Ich finde die die Kämpfe müssten zack schneller gehen. Also man müsste zack schneller durchkommen. Momentan braucht man noch irgendwie zu viele Schüsse auf die Gegner, bis die weg sind. Das zieht sich dann zu sehr. Naja, also im jetzigen, aber viel mehr ist es halt nicht, ne? Im Spiel. Der flog jetzt aber gut in die Schlucht. Wow. Kann übrigens nicht springen. Keine Sprungtaste. Ein Kampfmagier springt nicht. In so einem verwinkelten Spiel, wo du so denkst, wenn du jetzt irgendwo blöd hängen bleibst,
Dann war es das. Ha! Idiot. Mit dem Schwert gegen Magier. Depp. Da kann ich auch nichts für. Da, Speicherpunkt. Speicherpunkt. Schau mal, wie wir laufen. Siehst du das? Wir sind so die beiden Arme hochgehalten. Stimmt, als würde so ein. Als wäre er selber so ein Licht. Boah, ist das wahrscheinlich der Twist. Deswegen kann er auch nicht springen, weil er die ganze Zeit schwebt. Gruften, das ist fantastisch. Das findet er fantastisch. Ja. Würde es bitte nicht so oft anfangen zu ruckeln? Oh. Oh, was ist jetzt kaputt gegangen? Voila. Bitte nicht verstecken, junge Leute. Uah. Das ist fast mit der beste Angriff, in die rein zu dashen. Boah, ist das Faustin krass. Ja, mei. Sie haben ja auch geschrieben, wie gesagt, hier, man soll wirklich einen sehr, sehr starken Rechner haben, wenn man das halbwegs spielen will. Was ich aber ein bisschen komisch finde. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass die CryEngine inzwischen in der jetzigen Version von Hause aus schon einfach ein bisschen gut läuft. Also, dass man gar nicht mehr so viel hin optimieren müsste. Also, so stelle ich mir das als Nicht-Entwickler vor, dass man eigentlich die Assets baut, sich noch ein bisschen die Engine so umschreibt, wie man sie vielleicht für bestimmte Effekte und so und bestimmte Funktionen braucht. Und der Kern aber im Grunde genommen, ja, das Gleiche ist, was eigentlich bei Crysis 3 auch läuft. Aber ich stelle mir das wahrscheinlich falsch vor. Ja, habe ich jetzt auch keinen Einblick. Ich habe ja auch Crysis 3 gar nicht gespielt und meine erste Begegnung mit der Crysis 3 Engine war ja jetzt Rise auf der Xbox One. Das fandest du jetzt auch ziemlich gut, oder? Spielerisch kann man da tatsächlich drüber streiten, ob das ein gutes Spiel ist oder nicht. Ich habe mir da nicht viel erwartet und hack mich da halt so durch, aber es ist halt auch so ein Spiel, was mich nach einer halben Stunde dann schon aber auch wieder sehr langweilt, weil halt es immer das Gleiche ist. Ja, ja. Kampf, Kampf, Kampf und okay, es gibt ein paar mehr Gegnertypen irgendwann und dann musst du vielleicht hier mal ein bisschen taktischer kämpfen und so. Du bist gerade total in der Hölle, oder? Für dich ist das hier gerade total Langeweile-Hölle. Geht so, mei. Ist auch schon Schlimmeres erlebt. Nee, aber ich fand jetzt optisch war ich dann doch ganz schön baff. Weil ich mir dachte so, ja okay, klar, moderne PCs könnten das auch und machen es halt nicht, weil ja, das halt immer die alten Konsolen halt nicht, und so. Ne? Und ich habe jetzt auch die momentan schönsten PC-Spiele, habe ich ja alle noch nicht gespielt, so Battlefield 4 und von mir aus Metro und so. Mhm. Aber ich dachte mir da schon, siehst du mal, also sowas wie Rise habe ich jetzt auf dem PC optisch aber auch noch nicht gesehen. Nee, also gerade diese Filmfilter. Und kann man jetzt schon schimpfen, so ja, und die neuen Konsolen, die sind ja genauso wie ein PC vor 2 Jahren war und überhaupt und bla bla bla. Aber nee, finde ich jetzt nicht, sondern das sieht schon sehr gut aus und wenn es ein Launch-Titel ist, dann geht da auch noch um einiges mehr. Mhm. Also da können wir uns noch ein bisschen was gefasst machen. Vor allem, wenn halt dafür auch tatsächlich entwickelt wird. Das ist ja immer die Sache. Ja, auf der Konsole geben halt die Leute dann auch das Geld hin, um diese Sachen zu entwickeln, weil sie wissen, sie kriegen es auch wieder reingespielt. Ja. Der PC kann das vielleicht, aber wer gibt dann da so viel Geld für ein PC-Spiel hin und damit das so aussieht? Ich hätte ehrlich gesagt gerne so ein Skyrim oder Oblivion in der Grafikqualität wie das hier. Ach, Skyrim kann man sich schon so ähnlich hinmodden. Da fehlt nicht so viel. Es ist allerdings ein irre Aufwand, das alles abzuwägen, welche Beleuchtungsmod nehme ich jetzt und welche und passt die mit der Vegetationsmod zusammen und dann welche Wassermod und passt die mit der zusammen und so. Gibt es stundenlange Anleitungen im Netz. Es geht schon, also dank dem ganzen Mod-Manager und Nexus und so, ja, kriegt man das schon alles hingebastelt, aber man muss sich echt mal einen Tag Zeit nehmen und rumprobieren und alles aufeinander abstimmen. Aber danach kann Skyrim ein sehr schönes Spiel sein. Das Problem allerdings dann ist, dass einem das, was halt sehr alt ist an der Skyrim Engine, dass einem das dann nur noch umso mehr auffällt. Also ich habe mich da tatsächlich mal einen Nachmittag hingesetzt und habe mir ein recht schönes Skyrim hingemoddet. Ja. Und dann ging es los und das war am Anfang auch ganz okay, vor allem als man dann aus dem ersten Dungeon rauskommt und du läufst so ein bisschen durch die Wälder ins Tal runter und dann der Bach und dann die Hütte und so. Und da läufst du hinter so einer Wache her, die dich dann zu ihrem Vati bringt, der da der Schmied ist und dann setzt du dich mit denen irgendwie so im Wohnzimmer an den Tisch. Und dann erzählen die so ein bisschen was über die Welt. Und dann denkst du dir so, ja, siehst du, dieser Spaziergang war jetzt schon sehr schön, aber jetzt hocken einfach da diese zwei Holzpuppen bei mir am Tisch, glotzen mich aus so toten Augen an, bewegen irgendwie das Kinn ein bisschen und das soll jetzt irgendwie immersiv sein oder was. Da merkt man es halt dann total, weil das ist halt überhaupt nicht. Ja.
nicht mehr zeitgemäß. Klar, dann beißen sich natürlich auch die Technologien. Also die Grafik so schön, aber die Animation können das halt gar nicht. Und da müssen sie aber auch Mod hin oder her, hab's glaube ich schon mal gesagt, Fallout 4 oder das neue Elder Scrolls, da muss sich was tun, weil sonst... Ja, auf jeden Fall. Also so geht es eigentlich nicht mehr. Das ist doch auch mal recht hübsch. So genug geschimpft. Speicherpunkt wäre mal cool. Da ist einer, oder? Nee. Schauen wir mal, was die Geschichte sagt. Da ist einer, tatsächlich. Der dunkle Vater. Aha. Wer ist er denn hier? Die Grauzähne. Aha. Mhm. Da geht er weg. Und nochmal so ein Kult. Ja, ich glaube, das... Da braucht man dann schon die Vertonung. Ah, das ist schon nett. Ja. Hier liegt auch irgendwie so ein bisschen Bildfilter drauf. Ja, so ein bisschen ein so Grizzle-Filter. Ne? Das mögen ja viele nicht. Ich bin ja ein totaler Fan von diesen Grizzle-Filtern. Ich habe ja auch das erste Mass Effect immer mit dem Grizzle-Filter gespielt, weil ich so dachte, das hat mich so an 80er Jahre Science-Fiction-Filme erinnert, die ja alle diesen Grizzle-Filter immer hatten. Ich hatte den ausgeschaltet bei Mass Effect 1. Der störte mich. Aber gut, Geschmackssache. War dir das zu unsauber? Sonst? Nee, weiß ich gar nicht mehr wieso. Ich weiß nur, dass ich den erst anhatte und mir dachte, er ist ja nett. Und dann irgendwann hat er mich aber ziemlich genervt und ausgefiel es mir irgendwie besser. Das finde ich ja meint. Bei so einem Ding auch echt gut, wenn man sich das dann einfach aussuchen kann. Also ja. Viele Spiele lassen einem ja nicht die Wahl. Das ist dann schon nicht in Ordnung. Auf dem PC geht es oft dann noch halbwegs durch die Grafikoptionen, aber auf der Konsole dann nicht. Bin eh großer Fan davon, wenn man sich das Interface und überhaupt die Optik von dem Spiel ein bisschen hintrimmen kann. Das war beim ersten Crysis schon, beim ersten Far Cry sogar schon, dieses mit den ganzen Grafikfiltern, die man drauf machen konnte. Mhm. Wie sinnvoll die dann waren, da lässt sich jetzt streiten. Aber so wie bei Far Cry zum Beispiel auch, nicht Far Cry, hier Assassin's Creed 4, was du am Interface alles ausschalten kannst und was es für ein vollständig anderes Spiel dadurch wird. Und eigentlich ein besseres Spiel. Zwar sehr viel schwerer und sehr viel... Man muss halt sehr viel mehr Aufmerksamkeit für gewisse Dinge opfern. Ja. Aber es ist einfach ein besseres Spiel dadurch. Wenn du dich, was ich, auf dem Meer orientierst, wo was ist, nicht anhand von der Minimap, die eingeblendet ist, sondern zum Beispiel anhand von Möwen, nach denen du Ausschau halten musst. Und solche Sachen. Von Möwen? Ja, wenn du zum Beispiel einen Wal finden willst, um den zu jagen, dann schaust du, wo Möwen sind. Ja. Und die zirkulieren dann über dem Wasser und dann weißt du, aha, da muss ein großes Tier im Wasser sein. So wie es halt in echt auch ist, oder wie es zumindest... angeblich immer heißt so, ja, wenn ein Vogel, dann Landmasse oder eben ein großer Wal oder sowas. Ach. Das ist schon cool. Das oder ist im Spiel drin. Ja, ja. Oder wenn du halt. Das ist ja super. Wenn du irgendwo, nicht gespielt. Wenn du irgendwo im Dschungel unterwegs bist und du suchst eine von diesen Stellen, wo du dich so mit diesem Leap of Faith runterstürzen kannst und quasi so die Karte aufdecken kannst, dann erkennst du die halt daran, wo Vögel sind, also wo die sitzen. Das sind Punkte, wo du hochklettern kannst, also was quasi erhöhte Punkte sind. Da ist die Chance dann groß, dass es einer von diesen Absprungpunkten sind. So. Ach so. Ja, das ist schon cool gemacht. Das ist ja wirklich geil. Ja. Das, und das war bei den Vorgängern aber nicht so stark, oder? Dass man das so weiß ich nicht mehr. Es lässt dir halt die Wahl. Du kannst halt alles ein- und ausschalten, wie du willst. So. Und das ist eh immer eine gute Sache, wenn Spiele einem die Wahl lassen, dass man sie sich so hindreht, wie man es selber gerne hätte. Hier zum Beispiel muss ich jetzt diese Zahlen sehen, wenn die Gegner getroffen werden. Mhm. Das können wir mir vorstellen, dass es noch raus oder zumindest optional kommt. Hat ein bisschen was von Borderlands, dass man quasi die Werte, die man mit seinen Sprüchen hat, auch das ist hier natürlich die Idee dahinter, ne? Also weil du ja die Sprüche beeinflusst. Ich glaube, da war gerade ein Speicherpunkt und das hier sieht vielleicht so ein bisschen wie Finale von dem Level aus. Meinst du, das ist schon Level 2, aber vielleicht war diese Bosskampf. Gruftgeschichte schon Level 2? Nee, ich glaube, es ist tatsächlich was Ladendes, also eine Ladesequenz hat. Lassen wir die Vögelchen mal hier fliegen und vielleicht ist da der Bosskampf, dann machen wir den einfach mal in der nächsten Folge und schauen in den vielleicht nächsten Level rein. Mal gucken. Gut. Also, bis dann. Ciao. Ciao.